Hallo, ist Philipp Haas von InvestorSearch TV und in diesem Video geht es um einen meiner Meinung nach spannenden Megatrend, der aber noch nicht ganz so im Fokus ist. Viele reden ja über Fintech, wo es über Bankdienstleistungen geht, die sich digitalisieren, die von Startups angegriffen werden oder auch von inzwischen großen Digitalfirmen. Aber näher am Geld und vielleicht auch sogar eigentlich das bessere Geschäftsmodell haben ja Versicherungen und die sind noch weniger digitalisiert eigentlich als Banken. Und deswegen finde ich InsurTech auch sehr, sehr interessant. Denn bei einer Versicherung zahlt man jeden Monat und man kann eigentlich relativ gut kalkulieren, was die Kosten sind, was die Ausgaben etc. Und hier liegt, glaube ich, noch einiges an Verbesserungspotenzial bei der Abwicklung, beim Vertrieb und auch beim Kundenservice. Das ist immer noch, glaube ich, eher im letzten Jahrtausend, zumindest in der westlichen Welt, in vielen Bereichen. Die 10 Aktien in diesem Video kommen aus 2 bis 3 Bereichen, vor allem natürlich die Vermittlung von Versicherungen über das Internet im Vergleich. Das andere ist aber auch, was jetzt mehr kommt, dass wirklich reine Online-Versicherungen sind, die auch sehr, sehr viel Technologie nutzen oder Service-Dienstleister mit Technologie, die ihre Dienste an Versicherungen verkaufen. Die erste Aktie, die vielleicht auch schon mal bekannt ist, die aber Pionier in diesem Bereich vom Versicherungsvergleich sind, wäre Money Supermarket. Gibt es auch ein paar andere, auch in England, haben auch ein Content-Business noch. Wie gesagt, das Geschäftsmodell funktioniert so. Ich gebe meine Daten an und dann kommt am Schluss 10, 20 Versicherungen raus und ich kann das dann direkt abschließen. Money Supermarket bekommt dafür eine Provision oder einen Cost per Klick. Und die Versicherungen kriegen halt sehr kosteneffizient Kunden. Ne? Das sind natürlich gute Marketingkosten, wo ich genau weiß, vielleicht mein Kundenwert ist 500 Euro und ich gebe 200 Euro aus, um einen zu gewinnen. Das kann man ganz gut kalkulieren, anders als vielleicht irgendwie bei TV-Werbung. Also ein sehr kosteneffizienter Weg. Money Supermarket ist inzwischen sogar zu einer Value-Aktie geworden, wo es auch eine Dividendenrendite gibt, wächst auch nicht mehr so stark, weil der Markt schon relativ reif ist in England, ist aber in anderen Ländern noch nicht so. In Deutschland wäre das Gegenstück Check24, die von der Firma auch so ein bisschen inspiriert worden sind. Kein InsurTech Pureplay, aber das gleiche Geschäftsmodell hätte Gruppo Mutui Online in Italien mit Segugio.it. Sie sind zwar durch Baufinanzierungsvergleich online groß geworden, aber haben da auch einen ganz großen Versicherungsvergleich in Italien aufgebaut und ist auch per se eine sehr, sehr gute Firma, wo ich auch schon sehr, sehr lange dabei bin. Begleitet mich schon viele Jahre, Gründer geführt. Und man kann halt damit Italien und Internet ein bisschen abdecken, was ja auch immerhin noch ein G7-Land ist. Also da ist auch mal interessant, das über so eine Firma zu machen. Wobei die Firma jetzt aktuell auch schon sehr gut gelaufen ist, vielleicht auch ein bisschen teurer ist. Vielleicht mehr und spekulatives Potenzial hätte da Huize. Das ist das führende unabhängige Versicherungsvergleichsportal in China. Also das Geschäftsmodell von Money Saving Export, zumindest der Versicherungssparte. Aber wie so oft, China ist vielleicht mit Kopien gestartet, aber inzwischen sind im Digitalsegment weiter oft als der Westen, weil hier ist Versicherung nur noch ein Teil. Sie bieten inzwischen auch eigene Versicherungen an, die sie zusammen mit bestehenden Versicherungskonzernen entwerfen. Sie machen den ganzen Vertrieb, auch sogar Kundenservice und einfach die Kosten laufen dann über die Versicherung ab. Und das ist natürlich das Beste aus beiden Welten. Jeder konzentriert sich auf das, was er kann. Die alte Versicherung hat halt oft noch das Kapital und auch, sag ich mal, die staatliche Legitimierung. Und sie haben halt die effizienten digitalen Prozesse. Ich denke, die Marktkapitalisierung, wenn sie das schaffen, für ganz China ist sehr, sehr niedrig. Da kann auch mal eine Vervielfachung dabei sein. Aber es ist natürlich eine sehr spekulative Aktie, wo es nicht so viel Infos gibt und wo natürlich dann auch durch, wenn große Konkurrenten reingehen, kann es auch mal natürlich komplett in die Hose gehen. Versicherungsvergleich gibt es auch in den USA sehr, sehr lange. Dort macht es schon eHealth, wobei die auch jetzt nicht nur eine reine Online-Plattform sind, sondern auch, sag ich mal so, Versicherungsvermittler haben. Und sie konzentrieren sich vor allem auf Krankenversicherungen. Das ist natürlich ein sehr, sehr komplexer Markt. Das schließt man jetzt noch nicht nach ein paar Klicks ab. Da will man auch mal mit Menschen reden, sei das vor Ort oder geht digital. Ich denke, durch die Corona-Pandemie ist es leichter geworden, auch Versicherungen da digital zu verkaufen. Aber es ist halt ein regulierter Markt. Man weiß auch nicht genau, was da mit der Politik passiert. Da gibt es ja Obamacare, das könnte erweitert werden, es könnte gestrichen werden. Und da herrscht natürlich eine gewisse Unsicherheit. Deswegen sind die Aktien auch nicht so teuer, aber sind schon profitabel. Nicht nur Krankenversicherungen, sondern mehr Kfz-Versicherungen wie Check24, auch mehr breiter ist Everquote.
Die haben nicht so den super Ruf, weil sie früher so vor allem Leads verkauft haben, was natürlich von der Produktqualität nicht so wahnsinnig toll ist, dass man sagt, man greift ein paar Daten ab, gibt ihren Vielversicherung weiter und wird dann irgendwie angerufen. Das ist nichts, was der Kunde will, denn der Kunde will ja direkt online abschließen. Da wollen sie hin, aber das ist in den USA nicht ganz so einfach. Da ist in den USA sogar von der Produktqualität hinten dran, weil die Versicherungen sehr, sehr stark sind, sehr zögerlich sind. Aber wenn es EverQuote schafft, Check24 von den USA zu werden, können sich hier auch die Marktkapitalisierung vervielfachen. Aber es ist auch eine Aktie, vielleicht wo ein Geschmäckle da ist, wo man nicht genau das einschätzen kann, könnte auch mal was passieren. Also sind sicherlich auch eher eine Hochrisikoaktie. Ich finde es nicht so teuer, deswegen bin ich da auch wie bei einigen anderen Aktien hier auch dabei. Ihr seht auch, es gibt viele Videos dazu. Also wenn euch eine Aktie näher interessiert, einfach mit meinem Namen und der Firma googeln oder auf YouTube suchen, dann solltet ihr das finden. Und da habe ich das dann noch besser erklärt. Vielleicht noch besser als im eHealth gefällt mir GoHealth. Sind Gründer geführt, deswegen wachsen auch stärker, deswegen haben sie auch ein höheres, faires KGV verdient und sind sogar günstiger für die Schätzung von 22. Wie wir sehen, ist auch ein ordentliches Aufholpotenzial, machen aber eigentlich was relativ ähnliches wie eHealth, also die Vermittlung von Krankenversicherungen, sind aber, glaube ich, noch mehr technologisch fokussierter, nutzen da an künstliche Intelligenz, um die besten Agenten mit den passenden Kunden zu matchen und haben auch nur eigene Agenten, womit man natürlich mehr die Qualität kontrollieren kann. Komm, jetzt haben wir die Versicherungsvergleiche ein bisschen abgehakt. Ist wie gesagt ein Geschäftsmodell, was ich mag, weil es halt Werte schafft auf beiden Seiten und was sehr, sehr profitabel ist, wenn man dann führender Anbieter sein kann. Was Spezielleres wäre Greater Dan, ist eine kleine schwedische Firma, die immer noch nicht so groß ist, obwohl sie eine sehr starke Aktie die letzten Jahre war. Die haben künstliche Intelligenz-Algorithmen für Kfz-Versicherungen, damit die bessere Preise stellen können für ihre Kunden. Starkes Wachstum und auch ein ist natürlich auch ein Hype-Thema, aber sie machen auch Umsätze, also es ist nicht nur heiße Luft und passt natürlich auch in viele verschiedene Bereiche rein. Eine sehr teure Aktie kam es ein bisschen runter, wenn wir zu diesen Online-Pure-Versicherern gehen, wäre Lemonade. Sind auch in Deutschland aktiv, habe ich auch mal als Startup vorgestellt. Ist auch in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt. Kann man eine Haftpflichtversicherung abschließen und glaube noch ein, zwei mehr. Und hier ist auch, sie haben ein besonderes Geschäftsmodell, dass sie einen sehr stabilen Erträger erzielen wollen, indem sie die Risiken an Rückversicherungen geben und sich, sagen wir mal, als die Guten positionieren. Und produkttechnisch sicherlich auf der Höhe, aber Aktie ist, wenn man irgendwie Kursumsatz von 40, jetzt kam es ein bisschen runter, aber ist immer noch sehr, sehr teuer. Aber sicherlich sollten sich einige Versicherungen da mal was eine Scheibe abschneiden. Aber es ist halt dann auch wieder die Frage, wenn nur die Produktqualität mein Vorteil ist, können halt andere das irgendwann dann auch zumindest in Auftrag geben. Auch hier ist China Vorreiter mit Zhongan Online, habe ich auch schon vor über einem Jahr mal vorgestellt. Da sind die drei Mas dahinter von Alibaba, von Tencent und von Ping An. Sind groß geworden durch sehr ganz kleine Versicherungen, glaube ich, für Postversand und ein paar Sachversicherungen. Und haben dadurch natürlich Kunden generiert. Das ist ja oft die Taktik von irgendwelchen Direktversicherern, dass man eine ganz kleine Versicherung da die Kunden generiert und dann versucht, denen andere Versicherungen, womit man mehr Geld verdient, zu verkaufen. Aktuell ist es ein bisschen ruhiger geworden. Firma ist auch nicht mehr so klein mit über 7 Milliarden. Ist halt immer die Frage, nach was man es bewertet. Hier geht man nach einem fairen KGV. Da gibt es nicht so viel Abwärtspotenzial. Wenn man nach dem Kursumsatzverhältnis gehen würde, wahrscheinlich schon. Ist auf jeden Fall auch produktseitig was Spannendes mit sehr, sehr starken Partnern dahinter. Aber China ist natürlich auch sehr, sehr intensiv von der Konkurrenz. Und auch ganz spannend, noch nicht so lange an der Börse, werde ich auch noch mal ein Video zu machen, wäre Oscar Health. Ist eine moderne Online-Krankenversicherung aus New York, die so ein bisschen diese Painpoints in der USA adressieren will, wollen. Das ist natürlich ein ganz großes Problem. Das Gesundheitssystem in den USA ist sehr teuer und eigentlich ineffizient. Und wenn man halt alles von einer Versicherung macht, dann kann man alles aus einer Hand bieten. Ne? Dass man sagt, er hat eine App, wo die Abrechnung drüber läuft, womit ich einen Termin beim Arzt buchen kann, wo der auch schon weiß, was bezahlt wird, was nicht. Das ist ja häufig alles, sehr, geht es drunter und drüber. Ich finde eigentlich ein
KUV von um die 10 oder unter 10, dafür gar nicht so teuer, weil es natürlich auch stabile Einnahmen sind. Und sie sind wirklich sehr, sehr stark gewachsen, haben über 500.000 Kunden. Wenn man da mal so einen Kundenwert von $5.000 auch mal anlegt, deckt das auch mal einen guten Teil der Marktkapitalisierung ab. Aktie ist nach dem Börsengang schon stark runtergekommen. Gab es so ein bisschen eine Bodenbildung. Also finde ich ganz spannend, habe ich jetzt hier jetzt auch meine Beobachtungsposition eröffnet. Das waren also 10 Aktienideen aus dem Bereich Insurtech, also Online-Versicherungen oder Versicherungen und Technologie. Denke ich, werden einige Ideen dabei gewesen sein, die ihr noch nicht kennt. Ich finde es ein spannender Markt. Gerne auch noch ein paar andere Ideen posten. Ich habe natürlich auch noch ein paar mehr auf dem Schirm gehabt, aber das waren die, die ich jetzt selber habe oder schon ein Video zugemacht habe. Deswegen habe ich die genommen und ich sie auch per se attraktiv finde, wie auch den gesamten Markt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Und wie gesagt, ihr findet die einzelnen Videos zu den Titeln auf YouTube, wenn ihr euch mehr informieren wollt. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, dann trete meiner kostenlosen Newsletter Finanzpost bei. Da verschicke ich die immer mit einem wöchentlichen Kommentar. Ist alles umsonst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.